Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Silent Hill 2. Yo, wir sind in Apartment 209. Gucken auf die Karte, genau, da sind wir. Und ja, wir können jetzt auf den Flur, aber ich würde sagen, bevor wir das machen, gehen wir mal ins Menü und rüsten die Pistole aus. Denn, wie wir wissen, war ja hinter diesem Gitter, war ja der Pyramid Head. Und ich habe jetzt gerade echt ein bisschen Sorge, dass der uns direkt hier willkommen heißt. Und da ist mir die Pistole doch etwas lieber. Keine Ahnung, was uns jetzt hier auf dem Flur erwartet. Ich würde sagen, wir gehen mal raus. Ja, und bahnen uns unseren Weg weiter durch die Apartments. Wir hören nichts. Da ist eine Tür, die wird zum Treppenhaus führen. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier nach rechts. Okay. Da sind die Gitter. Ist soweit nichts. Dann ab durch die Tür. Ist die Frage, wo müssen wir hin? Wo können wir hin? Müssen wir erst nach oben? Oder gehen wir nach unten? Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Karte. Zoomen raus. Gucken mal eine Etage höher. Denn da oben war ja noch der Schlüssel. Das bringt uns ja nichts, wenn wir jetzt hier runterflitzen und da vor einer verschlossenen Tür stehen. Ich denke mal, wir werden den Schlüssel brauchen. Und da wir hier auf der zweiten Etage schon alles quasi erledigt haben, bis auf den Müllschlucker, das müssen wir auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Der Müllschlucker. Da wird irgendwas drin sein, was wir noch brauchen müssen, können, tun. Ja, und da unten wird es ja dann, denke ich mal, weitergehen. Denn wir wollen ja schließlich nur durch die Apartments, um nachher zu diesem Rosewater Park zu gelangen. So ist zumindest der Plan. Ja, dann würde ich sagen, ab nach oben. Mal schauen, ob das Mädchen auch noch da ist. Oder ob da der Pyramid Head auf uns wartet. Was haben wir denn hier Schönes? Der James guckt schon. Ah, das sind nochmal Pistolenmunition. Ah, das stimmt mich jetzt gerade überhaupt nicht positiv. Meistens ist es so, dass wenn man sowas findet, hier dann immer Besuch auf einen wartet. Wir hören es auch schon. Okay, und der Score schwillt etwas an. Aber das hört sich an, als wenn das eine ganz normale Flitzpiepe wäre. So, ich würde sagen, wir rollen das Feld von vorne auf. Also, wir fangen mit der 309 an. Und gehen nochmal ins Menü und nehmen doch das Brett und sparen uns die Muni. So, die ist kaputt. Die können wir nicht öffnen. Ah, oh, sehr dunkel hier. Eins, was wir sehen, ist unser Schein der Taschenlampe. Ist auch kaputt. Das war ja klar. Ich habe die Musik auch nochmal, doch nochmal diesen einen Schritt hochgestellt, so wie wir es ganz am Anfang hatten. Okay, das Radio fängt an zu rauschen. Das heißt, wir kommen dem Ganzen näher. Ja, habe ich nochmal diesen einen Reiter höher gestellt. Die Tür geht auf. Das ist schon mal gut. Angriffsposition. Und falls einer kommt, den ziehen wir direkt mal einen Scheitel. Was machen die denn da? Ach du Schissel. Das ist der Pyramid Head. Ja, direkt mal durch die richtige Tür gegangen.
So. Wir gehen nochmal hier rein, denn da lag noch ein Schlüssel. Genau, den nehmen wir uns mit. Ja. Das war der Pyramid Head. Das war jetzt gerade irgendwie ziemlich verstörend, was der hier mit diesem... Ja, was auch immer das hier für ein Vieh ist, gemacht hat. Da sind ja sogar zwei. Das war irgendwie gerade hier Gruppenkuscheln. Naja. Ja, ich wollte sagen, genau, dass ich den Sound nochmal bei der Musik einen Reiter hochgestellt habe, weil mir ist dann nämlich in der Nachbearbeitung von dem Video aufgefallen, dass es bei euch gar nicht so laut war. Und ja, ich finde, dass die Musik hier in dem Spiel halt wirklich ein tragendes Element ist, hier diese Stimmung auch zu übertragen. Und da habe ich mir gedacht, da stellen wir diesen einen wieder hoch. Dann ist die nämlich auch ordentlich laut. Also zumindest so laut, dass hier alles schön eingefangen wird und wir hier ein sehr schönes Spielerlebnis haben. Ja, das war der Pyramid Head. Ja, ich würde sagen, wir nehmen doch lieber die Pistole, weil 60 Schuss müssen wir... Nee, okay, 50 Schuss. Aber das reicht erstmal. Ja, der James hat ja gerade hier mal ordentlich rumgeholzt. Schon mal gut, dass uns die Munition hier nicht abgezogen wurde. Ach, jetzt hier gerade die Geräuschkulisse. Oh, da ist ja schon ja kein Bock, hier noch einen Meter weiter zu gehen. Wir gehen wieder auf den Flur, weil müssen wir ja machen. Weil hier 10 Stunden im Zimmer verbringen, haben wir auch keinen Bock drauf. Okay, das scheint jetzt aber wieder ein Standardgegner zu sein. Ich jetzt gerade nicht weiß, wo der herkommt. Müsste rein theoretisch von da kommen. Ja, für den können wir dann doch wieder das Brett nehmen. Moment. Nee, nicht die Karte. Sondern wir gehen nochmal ins Menü. Denn wir hatten ja einen Schlüssel. Wir gucken mal eben, für welchen Raum dieser Schlüssel war. Schlüssel zum Hof. Okay, alles klar. Das heißt für unten. Aber wir haben doch noch diesen einen Schlüssel, den das Mädchen, war es in der letzten Folge, ich meine in der letzten Folge, da weggekickt hat. Okay. Das Vieh ist rechts, also... Also jetzt hier links. Also da. Ja, wenn das eine feste Kameraperspektive ist, ist das halt schwer zu sagen, wo links und rechts ist, da man ja sehen kann, quasi, ob man das als Spieler sieht oder halt als Figur. So, wir haben den Schlüssel. Okay, für die Nottreppe. Alles klar. Wir gehen jetzt hier rein. Was haben wir hier? Da liegt was. Das ist, glaube ich, ein Gesundheitsdrink, oder? Ist das wieder Muni? Für die Pistole. Okay. So, Müllschlucker. Können wir aber nicht aufmachen. Okay, das Vieh scheint zu kommen. Nichts Interessantes. Okay, okay, okay. Okay, er kütt. Er kütt, er kütt, er kütt. Okay, wir gehen mal hier rein. Die Tür ist sogar nicht verschlossen. Sehr schön. Okay, das war, glaube ich, gar nicht so gut. Jetzt kommt hier der Nächste. Da ist ein Telefon. Wir sehen ihn aber schon. Und der Palt ist gerade nicht, durch die Tür zu gehen. Das ist gut. Kann wegbleiben. Wo, wenn der hier so rumschlurft, finde ich das auch ziemlich uncool. Da ist ein Erste-Hilfe-Kit. Okay, er kommt, er kommt. Ja, und der gürbelt uns mal richtig schön die Hucke voll. Hau drauf. Und nochmal. Bester James. Mann, fertig. Los. So. Ja, es ist halt manchmal schwer zu sagen, ob links oder rechts, wenn man, ja, es kommt auf die Perspektive drauf an. Ich würde sagen, wir machen das nach dem Charakter links oder rechts. Jetzt kommen wir hier nachher durcheinander. Obwohl es, glaube ich, eigentlich auch wiederum völlig egal ist. So, was haben wir hier? Da liegt was. Sehe ich schon. Okay. Schon wieder Munition. Alter Schwede. Das sind ja hier mittlerweile 70 Schuss, die wir, glaube ich, haben. Beruhigt mich nicht ein Millimeter.
nicht hin. Okay, alles klar. Ja, das war's hier schon. Geh nochmal ganz kurz in die Küche. Okay, da ist nochmal ein Gesundheitsdrink. Also davon haben wir im Moment echt... Ja, ich möchte nicht sagen genug, weil ich glaube, von sowas kann man in so einem Spiel nie genug haben. Wer hat in einem Survival-Horror-Game genug Munition und genug Heilung? Eigentlich gar keiner. Aber hier ist ein Telefon. Scheint nicht zu funktionieren. Ja, mir ist aufgefallen, dass hier die Steuerung manchmal etwas sensibel ist. Dass hier manche Eingaben mit dem Pad doppelt erkannt werden. Das heißt, wenn ich einmal X drücke, dass dann halt zweimal erkannt wird. Okay, da ist er. Und nochmal fester. So. Hau nochmal drauf. Und er steht wieder auf. Da kommt hinten der nächste. Moment, wir müssen mal eben... Ah, leichte Störungen, aber das müsste noch okay sein. 11-mal ein Heildrink, 5-mal Verbandskasten, 70 Schuss. Das ist eigentlich schon mal ganz schlecht, oder? Ich weiß jetzt nicht, nehmen wir eins. Ich würde sagen, sparen wir uns noch. Da kommen noch zwei. Da machen wir Zombieslalom. Ich würde sagen, den täuschen wir links an und ziehen rechts dran vorbei. Die ist im Eimer. So, das war's hier. War's das echt? Waren das jetzt hier alle Räume? Ja, das war's. Aber ich frage mich jetzt immer noch, was das mit dem Müllschlucker auf sich hat. Da ist doch was drin gewesen. Das hat der James doch auch vermerkt. Warum haben wir jetzt hier nichts gefunden? Das finde ich jetzt echt seltsam. Jetzt habe ich das Gefühl, irgendwas liegen gelassen zu haben, aber wir haben hier nichts gefunden. Hier unten war ja nur... Ja, das Treppenhaus, da hätten wir ja gar nichts machen können. Okay, wir könnten natürlich noch unten was in den Apartments finden, aber da müssen wir den ganzen Weg zurück. Das kann ich mir, keine Ahnung, eigentlich nicht vorstellen. Aber ist auch egal, wir gehen jetzt hier durch die Tür ins Treppenhaus. Wir haben hier einen Schlüssel für die Nottreppe und einmal für den Hof. So. Eine Etage tiefer. Jetzt wissen wir auch, warum wir hier nicht durchgekommen sind, denn die ist von hinten vernagelt. Okay. Jetzt sind wir im Erdgeschoss. Schauen uns mal eben hier die Briefkästen an. Vielleicht ist da irgendwas drin, aber da ist nichts drin. Wir könnten... Daraus, was wir... Machen wir das? Ich sag mal so, der Müllschlucker... Wir gehen mal raus. Der Müllschlucker müsste ja quasi hier unten irgendwo auch eine Klappe haben. Vielleicht können wir da irgendwas rausziehen, dass von oben der Müll runterrutscht. Ich glaube zwar nicht, dass das von... Erfolg gekrönt sein wird, aber es wäre ja ein Versuch wert. Müsste rein theoretisch hier in der Ecke sein. Genau. Steht offen. Ja, kann man nicht brauchen. Ja, ist schön. Ich habe jetzt gehofft, dass wir da irgendwas runterziehen können. Also das frage ich mich jetzt echt, was wir mit dem Müllschlucker hätten machen können. Behalten das trotzdem im Hinterkopf. Vielleicht kommen wir ja nochmal im Verlauf des Spiels hier hin. Das kann ja auch sein, dass wir ja diese Apartments nochmal aufsuchen müssen. Möglich ist alles. Kennt man ja auch von älteren Spielen, dass man ab und zu mal ein bisschen Backtracking hat. Dass man Orte zweimal bereist. Weil damals war halt... Damals, das hört sich an, als wenn das jetzt hier schon 200 Jahre her ist. Aber ja, damals war das halt alles so vom Speichermedium her auch ein bisschen limitiert und ja, so konnte man natürlich dann Daten in Anführungsstrichen einsparen. Okay, ist auch zu.
Da liegt was. Was liegt denn da? Das sieht aus wie Schrotgewehrmunition, würde ich jetzt... Was? Saft in Dosen, Sechserpack. Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass vielleicht, wenn da ein Sixpack ist. Nee, aber ich hatte jetzt echt gedacht, das wäre Schrotgewehrmuni. Die ist auch kaputt. Moment. Le Carte. Hier ist alles zu. Moment. Alles klar. Wir müssen wieder den ganzen Weg zurück. Ja, wir brauchen jetzt nicht wieder nach oben rennen, sondern wir können ja hier vorne über den Hof. Alles klar. I have Schnallset. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht gehabt, dass es da hinten jetzt weitergeht, aber wir müssen hier wieder raus und auf der anderen Seite wieder rein. Haben uns übrigens schon mal den Weg über die oberen Etagen gespart. Und eine mögliche Konfrontation mit dem Pyramid Head gehen wir hoffentlich so auch aus dem Weg. Weil der Typ, der... mit dem muss ich nicht in einem Raum sein. Ich würde sagen, wir speichern auch direkt nochmal ab. So, haben wir das auch direkt erledigt. Und jetzt müsste rein theoretisch diese Tür aufzuschließen sein. Genau, das ist der Schlüssel für den Hof gewesen. Und dann haben wir ja noch den Schlüssel für die Nottreppe. Okay. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen hier rechts an. Können aber nur auf dem Weg bleiben. Das heißt, wir können die Rasenfläche nicht betreten. Nein, können wir nicht. Steht auch bestimmt da. Dürfen wir auch gar nicht. Das ist verboten. Okay, hier geht die Tür auch direkt auf. Okay. Ah, der kotzt jetzt hier. Die ist kaputt. Okay, da sind mehrere. Die ist vernagelt. Sehr schön. So, die ist aber auf. Da ist der nächste. Okay, also das Gegneraufkommen wird hier auf jeden Fall heftiger. Komm, zieh einen drüber. Okay, der ist erledigt. So, wieder Pistolenmuni. Aber ich möchte bei diesen Standardgegnern hier wirklich so viel Munition wie möglich sparen. Weil ich möchte nicht wissen, wie viel Schuss die fressen. Und wenn man hier nach ein ganzes Magazin pro, ja, normalen Gegner versemmeln, dann fehlt uns das definitiv nach an anderer Stelle. Ist leer. Okay, das sieht so aus. Touristenbroschüre über die Stadt. Okay. Gucken wir uns näher an. Ruhiger kleiner Erholungsort. Ja, es ist eine erholsame Stimmung hier. Ja, von der Sonne haben wir hier ja bis jetzt auch sehr viel gesehen. Das ist echt eine super Beschreibung von Silent Hill. Ich glaube, das ist Silent Hill, was noch niemand gesehen hat. Weil ich kenne Silent Hill nur so. So, wir können die Broschüre aber nicht mitnehmen. Okay. Aber das ist nicht schlimm. Dann ist er wahrscheinlich auch nicht so relevant. Ja, Silent Hill war mal ein anderer Ort. Anders wie wir ihn kennen. Ich wüsste nicht, dass Silent Hill Sonne hat. Oder dass es hier eine Sonne gibt, vielmehr.
Okay, die ist offen. Das war dann wohl der zweite Schlüssel. Und die kommen näher. Wollen wir da raus? Moment, wir gucken nochmal auf die Karte. Hier müssten ja rein theoretisch noch ein paar. Okay, die 101, die hatten wir noch nicht. Und da geht's raus. Da werden wir schätzungsweise auf die Straße kommen. Aber wir haben da unten, hier haben wir ja auch noch eine Tür. Also jetzt hier in der Mitte. Da möchte ich nochmal gucken gehen im Hof. Und ich möchte die 101 möchte ich mir angucken. Das heißt, wir gehen zurück. Und ich hoffe, dass das klappt, dass wir den mindestens zwei Viechern hier aus dem Weg gehen können. Unser links antäuschen, rechts vorbei. Und die göbeln uns mal schön vor die Füße. So, jetzt will ich hoffen, dass die auf ist. Das habe ich mir nämlich gedacht. Und wir hören irgendeinen, der sich gerade übergibt. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Okay, der Kühlschrank, der hat auf jeden Fall auch schon mal bessere Zeiten hinter sich gehabt. Hat er auch schon bessere Zeiten gehabt. So. Okay, da ist Munition. Die nehmen wir uns mit. Doch, gerade der James hingeguckt, die ist zu. So, das heißt, das Geräusch muss ja dann rein theoretisch daher kommen. Ich würde sagen, wir machen mal die Tür auf. Und schauen mal rein. My name's James. James Sunderland. Eddie. Eddie? Who's that dead guy in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill anybody. You're not friends with that Red Pyramid thing, are you? Red Pyramid thing? I don't know what you're talking about. Honest. But I did see some weird-looking monsters. They scared the hell out of me, so I ran in here. Well, I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? I told you, I don't know. I'm not even from this town, You too, huh? Something just brought you here, right? Yeah, you can say that. Well, whatever it is, I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. James, you'll be careful too.